haben wir schon den nächsten Kies für den Weg, für die Wege gefunden. Sehr schön. Sehr schön. Ich finde auch, die Halle hier sollte eh noch ein bisschen größer. Weil man ja... Weiß nicht, das könnte so eine schöne Vorhalle werden. Müsste eigentlich noch ein bisschen länger gezogen werden in die Richtung. Was man ja eigentlich auch noch machen könnte. Ich glaube, wir haben auch kein Glas mehr. Ich glaube, ich muss dann gleich noch mal ein bisschen Glas schmelzen. Hier kommt das rein, das ist okay so. Wie viel haben wir jetzt wieder? Wir haben jetzt wieder 62, das reicht zumindest für unten. Jetzt ein bisschen Glas schmelzen noch nebenbei. Nicht Glas schmelzen, Sand schmelzen, meine ich. Ich hab doch hier noch ein Stack Sand, hallo? So. Und einen Apfel habe ich auch, den esse ich jetzt. So, ho, 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 ho. So, ho, 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 ho. Gut, das war das. Ich bin noch am Überlegen, aus den Dingern hier, hier einen Tresen zu bauen. Flup, 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 flup. Bis hier hin. Und dann nehme ich sie hin. 1, 2, 3, 4. Wie würde das aussehen? Wenn ich hier so 4 Tresen davon stehen habe. Aber die Schubladen gibt es auf jeder Seite. Das finde ich nicht so cool. Was könnte man da mal als Tresen hier hinbauen? Was könnte man als Tresen hier hinbauen? Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht fällt mir ja noch eine spontane Idee ein. Renne, 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 renne. Oh, wie lässt denn hier die Tür offen? Seid ihr noch ganz dicht? Und hier habe ich 2, 3 Truhen gesehen. Gib mir noch eine, dann nehme ich 4 mit. 4 Truhen, reicht. So. So eine ungerade Zahl reinbaut, ne? Crafted. Achterbahn. Ich glaube, das wird ein Running Gag. Achterbahn, Achterbahn und hier eine hin. So. Könnt ihr ja zu Anfang erstmal... Oder was? Nee, nichts aus Stein. Es muss aus Holz sein, aber was? Schönes aus Holz. Was kann man denn noch Schönes aus Holz machen? Vor allem welches Holz? Oh, ich weiß! Das Holz. Vielleicht sieht das gut aus. Vielleicht sieht das gut aus. Haben wir hier noch was? Da. Das. Vielleicht sieht das ganz gut aus. So, hier einmal zack, 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 zack. Als Tresen. Genau, und jetzt mache ich noch... Jetzt mache ich aus den Dingern... Stühle. Baue sie einmal hier und einmal hier hin. So. Können wir schön am Tresen sitzen irgendwie. Tresen setzen. Oder auf. Ist mir egal. Einmal weg ist doof, ich weiß.
baue ich hier noch einen hin. Baue ich hier noch einen hin und hier dann mit dem, ich glaube ja, das mache ich mit dem Gate. Baue ich dann noch ein Gate rein. Kommt hier noch ein schönes Gate hin. Zack. Richtig cool. Dann baue ich... Warte mal. Den hier hin. Nein, ach Kacke. Hier hin und hier hin. Oh. Sticky, sehr gut. So, da hätten wir ja schon mal fast den unteren Teil. Wobei eine Kleinigkeit fehlt noch. Eine Kleinigkeit fehlt noch. Mal gucken, ob ich die jetzt spontan aus dem Kopf hinkriege. Wir haben hier ja mal den ganzen Scheiß gesammelt. Das haben wir nämlich auch in den Kommentaren dann gelesen, dass man aus dem Scheiß hier Wolle machen kann. Ich weiß nur nicht wie. So nicht. So. Ach, das ist ja billig. Machen wir mal zwei davon. So, und jetzt... Hopp. Nee, das war's nicht. Waren's die hier? Die waren's. Mensch. So, dann machen wir da mal zwei Bilder von. Und tun die dann richtig schön hier mit rein. Zack. Nee, das sieht ja kacke aus. Das sieht auch kacke aus. Das sieht ja noch beschissener aus. Nee. Dahin. Ja, das kann man da hängen lassen. Jetzt machen wir hier drüber. Vorhang über der Tür. Hahaha. Yo. This is how we roll. Wobei, nee, das nehme ich da auch weg. Das kommt da weg. Das kommt hier hin. Nein. Nein. Hey. Das finde ich gut so. Oder war da noch ein schöneres? Wäre auch nicht verkehrt. Das ist meine Ehefrau. Sie hat immer gerne Türkis an. Siehst du da? Mit der Blume. So. Wilhelmine nennen wir sie. Meine Ehefrau. Das ist mein Hund. Der sieht aus wie ein Jack. Mein Hund Jack. So, damit würde ich sagen, der untere Teil der Taverne ist fertig. Das einzige, wir können die Taverne ja schon mal taufen. Nennen wir sie zur roten Laterne. Das hat was. Ich bin begeistert. Vor allem von drin bin ich jetzt richtig begeistert. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Mit den Stühlen, da sollten wir uns vielleicht mal was anderes überlegen, aber fürs Erste ist es okay. Hier haben wir unsere kleine Zuschnippelbar. Mit noch leeren Truhen und ein bisschen was an Ofen. Das ist schon ganz geil eigentlich. Das können wir so lassen. In dem Sinne möchte ich mich jetzt erstmal auch verabschieden. Und auf den nächsten Part verweisen, der mindestens genauso cool wie dieser hier, weil wir im nächsten Part sicherlich die zweite Etage bauen werden. Nachdem wir dann eine halbe Stunde gefarmt haben. Aber es wird klappen. Also in dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Barretts.